Aquarius. Oh, der Drop Finesse ist da. Hallo. Gestern eine Netplay-Session mit Rivka und ja, das Fazit ist, dass Rivka ziemlich gut ist und das passt auch gerade dazu, weil es gerade ziemlich eben ist. Zwei Stops. Arthur behauptet ja, er ist besonders gut gegen Sheik. Achso, die Anzeige ist total falsch. Money Match. Big Rain Down, ja. Alter, es hört nicht aus. Ja, und was dazu kommt, Karon genießt den High Definition In-Game Sound mit seinen Kopfhörern. Oh nein, den Choke, der ist so krass. Oh, der Rubi-Stock. Ja, ist ja so der Disrespect-Stock. Jetzt denkt Rivka daran, wie kacke der Homie-Stock war. Und verkackt jetzt umso mehr, würde ich sagen. Ich habe ihn gebaut jetzt. Oh nein! Ja, der Edgeguard war schwierig. John Wayne, also 2-1 für mich. Was sagen 2-1 für dich? 2-1 für mich, ja. Und John Wayne auch? John Wayne habe ich 3-0.
Ich meine, wir spielen heute Panda. Und wie ist euer Z-Count bei der WG? Ja, okay. Panda hab ich knapp verloren. Ja, knapp verloren. 3-0. Ich hab noch nicht gespielt. Ne? Hast du es nicht gecheckt? Ich dachte, du machst mit beim Witz. Ja, ich dachte, du bist länger als das Spiel. Na ja, gut, stimmt, aber schon weil es involviert, also gibt's nicht mit den Raucherpausen. Macht der eigentlich eine Liste beim WG-Setcount? Nicht ganz, aber wir haben so ein Punktesystem, was ich mal gerne. Und wer führt? Geht nicht um Führen oder nicht führen. Die Punkte werden auch ausgegeben, deswegen ist es eher so eine Währung. Genau, es ist eher so ein Gleichgewichtshaltemechanismus, wenn einer mehr gemacht hat. Okay. Oder wenn einer mehr gesagt hat. Ich nehme an, es ist 2-0 für Karon. Wie würde. Okay. Lass dich dein Essen sehr erinnerlich daran, die Frage zu stellen, was habe ich heute überhaupt schon gegessen? Ja, ich habe heute auch noch nichts gegessen. Das Ding ist so, meine Eltern haben mir so ein Paket mit so Essen geschickt. Und es ist halt nicht so warm, es sind Nüsse und dried Früchte und so, Flüssigkeiten noch. Ich habe mich halt irgendwie davon ernährt, deshalb habe ich keinen Hunger und das Essen nicht so richtig gegessen. Ich finde halt schade, dass sie keinen Falafel haben. Oh! Krass. Oh mein Gott, Karon ist so gut. Auch gerade der Tech-Chase. Sie hat nicht gewartet mit dem Normal-Tech. Normal Getup zu punishen, sondern die Aktion danach. Und so konnte er sein Punish-Game noch weitermachen. Und da ist es 3-1 für Rivka.